Hallo zusammen. Sumo ist vielleicht einer der am meisten unterschätzten Kampfkünste. Judo oder Karate sehen für die Mehrheit majestätisch und inspirierend aus, aber es ist schwierig, dasselbe über Duelle zwischen zwei Riesen zu sagen. Aber glaubt uns, das ist nur ein Stereotyp. Tatsächlich müssen Sumo-Wrestler nicht unbedingt schwer sein und die spirituelle Komponente des Sumo reicht viel tiefer, als man denkt. Heute werden wir euch die Erfolgsgeschichten von Rikishi, professionellen Sumo-Wrestlern, erzählen und ihr werdet gar keine andere Wahl haben, als tiefen Respekt vor ihnen zu empfinden. Vergesst aber nicht, den Kanal zu abonnieren, um noch mehr informative Videos zu sehen. Lasst uns loslegen. Tosa Yutaka und Toyo Hibiki. Wenn ihr aus irgendeinem Grund glaubt, im Sumo gäbe es keine spektakulären Würfe, dann wird euch dieses Video eines Besseren belehren. Was ihr seht, sind zwei der berühmtesten Sumo-Wrestler unserer Zeit. Auf der rechten Seite befindet sich Yuya Morishita mit dem Spitznamen Tosa Yutaka und zur linken befindet sich Ruyata Kadamoto, der auf dem Spitznamen Toyo Hibiki hört. Die Wrestler haben sich in einem großen Turnier kennengelernt, das innerhalb der Mauern der legendären Ryogoku Kokugigan Arena in Tokio stattfand. Ein Sumo-Wrestler in Blau brachte seinen Gegner zum Fliegen, obwohl man das auf dem Foto nicht sehen kann. Aber zuerst wollen wir mehr über die zwei erfahren. Tosa Yutaka, der von seinen Fans oft liebevoll Gorilla genannt wird, begann seine Karriere im Sumo im Alter von 6 Jahren. Das mag für einen Profisportler sehr jung erscheinen. Tatsächlich beginnt das Training für diese Kampfkunst nur selten, bevor die Athleten die Schule beendet haben. Dieser Typ hat 11 Jahre lang hart trainiert und im Alter von 17 Jahren bereits seinen ersten Titel gewonnen, was ihn zum Champion von Japan unter den Highschool-Schülern gemacht hat. Es scheint, als hätte der Japaner alles, was er brauchte, um seine Karriere als Sumo-Star aufzubauen. Doch aus irgendeinem Grund gab er die Idee auf und meldete sich an der Tokyo University of Agriculture an, wobei er weiterhin an Schulwettkämpfen teilgenommen hat. Während eines solchen Wettkampfes wurde er von seinem künftigen Mentor bemerkt, der ihn zu einer professionellen Sumo-Schule einlud. Und dann ist das Unglaubliche passiert. In nur einem Jahr hat es der Athlet geschafft, von der Amateurgruppe in die zweite Elite-Division aufzusteigen. Viele Monate lang hat Tosa Yutaka kein einziges Mal verloren und ist bald in die Hauptliga des professionellen Sumos aufgestiegen. Nur wenige Sportler haben dies in der Geschichte dieser Sportart geschafft und das letzte Mal ist das im Zweiten Weltkrieg passiert. Doch sein Erfolg hielt weniger als 10 Jahre an. Im Jahr 2016 gab der japanische Wrestler seinen Rücktritt vom Sport aufgrund einer Reihe von Verletzungen und Niederlagen bekannt. Tosa Yutakas Gegner von genau diesem Foto, der Sumo-Wrestler Toyo Hibiki, wurde stolz Raging Bull genannt. Naja, der Typ hat 180 Kilogramm gewogen. Lustigerweise hat der junge Sumo-Wrestler nach seinem Schulabschluss die Angebote von Sportuniversitäten abgelehnt. Stattdessen hat Toyo Hibiki auf einer Werft in Hiroshima gearbeitet, wo er ein Jahr verbracht hat. Dort hat er Reissäcke auf seinen Schultern getragen und so schnell an Muskelmasse gewonnen. So wurde er noch stärker als zuvor und entschied sich dazu, wieder in die Welt des Sumos einzutreten. Und er hat die richtige Entscheidung getroffen, immer wieder ging er als Sieger hervor und erreichte in nur wenigen Jahren die höchste Stufe des professionellen Sumos. Im Jahr 2012 schrieb er Geschichte und besiegte den Großmeister Hakuho, den Rekordhalter für die Anzahl der Siege in der Elite Division. Nur einige wenige wissen, wie er das geschafft hat, aber wir kennen einige Fakten über den Lebensstil eines Sumo-Wrestlers. Toyo Hibiki behauptet, er betrachte ein Mittagsschläfchen als sein Hobby und sein Standardmittagessen besteht aus 1,5 Kilogramm Reis und 10 Litern Flüssigkeit. Wir wetten, ihr bekommt schon Bauchschmerzen, wenn ihr nur daran denkt. Toki Noshin. Man sieht sehr selten Nicht-Asiaten unter den Sumo-Stars. Schließlich wird diese Kampfkunst professionell nur in Japan angewendet. Doch manchmal werden auch Ausländer-Champions wie Toki Noshin Tsuyoshi aus Georgien. In seiner Kindheit hat der Athlet, dessen echter Name Levin Gorgatze ist, Judo und Sambo trainiert. Natürlich hat das seinen Wrestling-Stil stark beeinflusst. Der Sumo-Wrestler aus Georgien geht nur selten in die passive Defensive und bevorzugt das offensive Power-Wrestling mit geschickten Griffen. Toki Noshin hat die Major Division in nur 13 Turnieren erreicht, ein brillantes Ergebnis sogar für ein Japaner, ganz zu schweigen von einem Athleten einer anderen Nationalität. Danach folgte eine Reihe unglaublicher Siege in der Karriere des Athleten. Zuerst hat er es geschafft, den Rekordhalter Hakuho, den Albtraum aller Rikishi in Japan, zu schlagen. Er war auch der erste Sumo-Wrestler aus Georgien, der den prestigehaltigen Emperor's Cup-Titel gewonnen hat. Das ist die höchste Auszeichnung in der Elite-Sumo-Division, für die der Athlet neben dem Titel auch 10 Millionen Yen und zahlreiche Geschenke von Sponsoren erhalten hat. Sumo-Gürtel.
Seien wir mal ehrlich, wenn man sich diese riesigen Sumo-Wrestler während eines Kampfes anschaut, fragt man sich vielleicht, wie schaffen die das, ihre Unterhosen im Ring anzubehalten? Naja, erst einmal ist der richtige Name dieses Kleidungsstücks Mawashi. Und das ist keine Unterhose, sondern ein besonderer 9 Meter weiter Gürtel, der eng um den nackten Körper gewickelt und am Rücken mit einem wunderschönen Knoten fixiert wird. Um so einen Knoten zu öffnen, muss man sich echt Mühe geben. Doch wenn es passiert, muss der Teilnehmer nach Regeln des Sumos seine Niederlage zugeben. Stellt euch mal vor, ihr habt euch schon blamiert und dann stellt sich heraus, dass ihr auch noch den Kampf verloren habt. Allerdings sollten echte Meister in der Lage sein, solche Momente mit Würde hinzunehmen. So wie es Asano Kiri im Jahr 2000 passiert ist. Yokozuna-Rang. Schauen wir uns nun einmal das Rangsystem im Sumo an. Wir haben die Elite Division bereits mehrere Male erwähnt, in der nur die besten Sumo-Wrestler teilnehmen können. Das nennt sich Makuuchi. Die Zahl der Athleten in der Division ist nur auf 42 Wrestler begrenzt. Diese nennt man Sekitori. Es in die stärkste Division zu schaffen, garantiert einem Athleten aber noch nicht, dass er sich jetzt entspannen kann. Im Gegenteil, Mitglieder der Makuuchi werden ständig von anderen herausgefordert. Man kann herausfliegen oder zu einem höheren Rang aufsteigen. Einer der höchsten Titel ist Otsuki, doch nur einer aus 500 professionellen Sumo-Wrestlern trägt ihn. Doch das ist noch nicht die Spitze des Sumo-Podests. Der Traum eines jeden Sekitori ist der Rang des Yokozuna. In den vergangenen 300 Jahren haben es nur 72 Wrestler geschafft, ihn zu erhalten. Solche Sumo-Wrestler können ihren Rang nicht verlieren, unabhängig davon, wie schlecht sie kämpfen. Trotzdem ziehen es die meisten Meister dieses Niveaus mit einem deutlichen Rückgang der Ergebnisse vor, in Rente zu gehen, um ihre nationalen Traditionen zu respektieren. Akebono Taro. Können Ausländer Yokozuna werden? Natürlich können sie das. In den letzten Jahrzehnten ist das ziemlich üblich geworden. Erst im Jahr 1993 erhielt ein Ausländer zum ersten Mal diesen Rang. Dieser Champion war Akebono Taro oder Chad Rowan, geboren im tropischen Hawaii. Als Kind hatte er überhaupt keine Vorliebe für Kampfkunst, er liebte Basketball und spielte sogar in der Universitätsmannschaft. Aber seit seiner Kindheit liebte er es, Sumo-Kämpfe im Fernsehen zu sehen. Einmal stellte ein Freund der Familie Chad dem berühmten Trainer Takamiyama Daigoro vor, der ebenfalls in Hawaii geboren wurde, und überzeugte ihn davon, sein Glück in den Kampfkünsten zu versuchen. Und was glaubt ihr? Ein Amerikaner ist nach Japan gereist, um mit dem Training zu beginnen. Das ist der Typ, von dem man sich jetzt inspirieren lassen kann. Dies geschah 1988 und 4 Jahre später hat der Athlet bereits den Titel Otsuki erhalten. Nun, ein Jahr später wurde er zum Yokozuna erklärt. Der Athlet beendete seine Karriere 12 Jahre später wegen Beinverletzungen und tritt nun bei berühmten Wrestling-Aktionen auf. Kiseno Sato Yutaka. Sumo ist zweifellos der beliebteste Sport unter den Japanern. Aber paradox ist, dass junge Menschen in diesem Land weniger wahrscheinlich eine Karriere im Sumo anstreben. Aus diesem Grund wird die Reihe an japanischen Sekitori immer dünner und Ausländer erhalten weiterhin die höchsten Ränge. Für viele Kampfkunstfans ist das ein Verstoß gegen die nationalen Traditionen. Doch im Jahr 2017 waren viele Fans erleichtert zu sehen, dass zum ersten Mal seit fast 20 Jahren ein Japaner namens Kiseno Sato Yutaka den Rang eines Yokozuna einnahm. Trotzdem waren viele mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Das liegt daran, dass der Titel dem Athleten nach dem Gewinn von nur einem Turnier verliehen wurde, obwohl der Titel normalerweise nach dem Gewinn von zwei vergeben wird. Einige Kritiker entschieden, dass die Japan Sumo Association einen solchen Schritt unternommen hat, um die Kampfkunst bekannter zu machen. Kiseno Sato Yutaka konnte nicht das erhoffte Niveau erreichen und musste seine Wrestling-Karriere in nur 2 Jahren beenden. Gewicht der Wrestler. Offensichtlich wiegen alle berühmten Sumo-Wrestler mindestens 220 Pfund. Allerdings gibt es offiziell keine Gewichtsklassen im Sumo. Der Sinn ist, dass sich die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen mit einem hohen Körpergewicht erhöht. Allerdings können andere Attribute, wie etwa Beweglichkeit, durchaus einen Vorteil gegen einen großen Sumo-Wrestler bringen. Ein gutes Beispiel ist Chiyonofuchi Mitsuku mit dem Spitznamen The Wolf. Natürlich würde ihn niemand schlank nennen, aber er hat ganz sicher weniger als so gut wie alle seine Rivalen gewogen, etwa 125 Kilogramm. Das hat den Sumo-Wrestler aber nicht davon abgehalten, 31 Mal den Emperor's Cup zu gewinnen, was ihm den Rang des Yokozuna einbrachte und auch dazu führte, dass er auch im Alter von 30 Jahren noch gute Leistungen erbrachte. Takanoyama Shuntaro aus der Tschechischen Republik ist ein wirklich schlanker Sumo-Star. Mit einem Gewicht von etwa 100 Kilogramm und einem mageren Körper hat er es sogar in die Makuuchi Division geschafft. Der Sumo-Wrestler setzt am liebsten Würfe und Griffe ein. Er wäre einfach nicht in der Lage gewesen, die restlichen Sekitori mit roher Gewalt zu besiegen. Musashimaru Koyo. Dieser beeindruckende Typ ist der schwerste Yokozuna in der Geschichte und auch der zweite Ausländer, dem dieser Rang verliehen wurde. Zum Zeitpunkt des Titelgewinns erreichte Musashimaru Koyo ein Gewicht von 235 Kilogramm. Dies half dem hawaiianischen Athleten natürlich, seine Rivalen zu überwinden. Er schob sie buchstäblich an den Rand des Rings. Im Laufe seiner Karriere hat der Sumo-Wrestler 12 Mal den Emperor's Cup gewonnen und nach 4 Jahren im Rang eines Yokozuna eine eigene Sumo-Schule in Japan gegründet. Hakuho Sho.
Wer ist das also? Der Mann, der den Rekord für die meisten Siege in der Top Division hält. Ihr werdet überrascht sein, aber der legendäre 69. Yokozuna, Hakuho Sho, ist auch kein Japaner. Der Athlet wurde in der Mongolei geboren und im Alter von 22 Jahren erhielt er den Rang des Yokozuna. Die herausragende Karriere dieses Typen wurde von seinem Vater inspiriert, der ein berühmter Sumo-Wrestler in Japan war. Zuerst forderte er sein Kind auf, Laufen und Basketball zu lernen, aber die genetische Neigung zu Kampfkünsten war wirklich stark und bereits im Alter von 15 Jahren ging Hakuho nach Japan, um Sumo zu erlernen. Allerdings bewundert nicht jeder den Rekordhalter. Es ist 17 Jahre her, seit er den Titel Yokozuna erhalten hat, aber in diesen Jahren hat der Athlet keine herausragenden Siege errungen. Oft zieht er sich einfach von Wettbewerb zurück und erhielt vom Verband mehrfach Warnungen vor unangemessenem Verhalten im Ring. Offensichtlich erhielt der Sumo-Wrestler viele Bemerkungen dazu, dass es Zeit für ihn war, in Rente zu gehen. Aber er hat keine Eile, das zu tun. Kunishiki Yasukichi. Glaubt ihr, es gibt kaum einen schwereren Wrestler als Koyo aus Hawaii mit seinen 235 Kilogramm? Wie sich herausstellt, gibt es so einen Mann. Laut Angaben mehrerer Quellen könnte der dreimalige Gewinner des Emperor's Cup, Konishiki Yasukichi aus Hawaii, bis zu 300 Kilogramm wiegen. Das brachte ihm den Spitznamen Meatbomb ein. Schließlich hat er kaum mobile Wrestling-Techniken angewendet. Der Hawaiianer hat mehrfach versucht, den Titel des Yokozuna zu erlangen, war aber nie erfolgreich. Oft lag das daran, dass der Athlet ständig wegen seines Gewichtes verletzt war, nicht nur im Ring, sondern auch im alltäglichen Leben. Als Ergebnis einer Reihe erfolgloser Kämpfe und dem Verlieren seines Titels des Ozeki ist Konishiki ins Geschäftswesen eingetaucht, in Unterhaltungsshows aufgetreten und war sogar in einem Fast and Furious Film zu sehen. Yamamoto Yama Ryuta. Im Frühjahr 2011 brach im japanischen Sport ein globaler Skandal aus. Der Berufsverband gab damals an, er habe Beweise für Wettkampfmanipulation im Sumo aufgedeckt. Infolgedessen wurden 22 Wrestler aus der Liga entfernt und der Ruf der Sumo-Wrestler erlitt einen schweren Schlag. Unter diesen Athleten war Yamamoto Yama Ryuta, wahrscheinlich der schwerste japanische Sumo-Wrestler der Geschichte, mit einem Gewicht von 265 Kilogramm. Diese Geschichte ist aber nicht ganz so traurig. Nach der beschämenden Entlassung aus den Reihen der Makuuchi begann Yamamoto Yama seine Karriere im Showbusiness. Und das sei erfolgreich. Der Athlet hat in Reality-Shows im indischen Fernsehen teilgenommen, in vielen amerikanischen Werbespots und TV-Shows mitgespielt, in Ed Sheerans Musikvideo mitgewirkt und sogar eine Rolle in einem Film neben Keanu Reeves gespielt. John Tenta. Der kanadische Sänger Neil Young sang einmal »It's better to burn out really bright than to sort of decay off into infinity«. Anscheinend wird diese Philosophie auch von einem weiteren Kanadier geteilt, John Tenta, der die Welt des Sumos mit 22 Jahren betreten hat. In dem Alter, in dem viele Athleten bereits hohe Ränge erreicht haben. Das hielt ihn aber nicht davon ab, zu einer echten Sensation zu werden. Innerhalb von 8 Monaten seiner professionellen nicht zugestimmt. Er hat sich aber nicht ganz von dem Sport abgewendet, er ist weiterhin lange in professionellen Wrestling-Ligen aufgetreten. Hiyori Kon. Habt ihr bemerkt, dass in unserem heutigen Video keine einzige Frau zu sehen war? Das liegt nicht an unseren Auswahlkriterien oder dem Fehler talentierter weiblicher Sumo-Wrestlerin. Leider dürfen sie laut der japanischen Tradition einfach nicht an professionellen Sumo-Kämpfen teilnehmen. Darüber hinaus ist es Frauen nicht einmal gestattet, die heiligen Orte, an denen Sumo stattfinden, zu betreten. Es ist möglich, dass die Verbreitung feministischer Ideen auf der ganzen Welt diese Situation eines Tages ändern wird. Heute versucht die mutige japanische Frau Hiyori Kon, diese Änderung anzutreiben. Vor 2 Jahren wurde sie sogar zum Hauptthema einer Netflix-Dokumentation. Das Mädchen hatte diese alte Kampfkunst ihr ganzes Leben lang trainiert. Sie wurde zum Champion einiger Amateurwettkämpfe gekürt und träumt auch davon, dass Sumo endlich Teil der Olympischen Spiele wird. Nun, was glaubt ihr, wird ihr Traum jemals wahr werden? Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.